Und damit begrüße ich euch wie immer ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, eine Welt. Im letzten Part haben wir wieder versucht, Gabriel den Roma-Salat zu bringen. Hat auch funktioniert, aber unsere Spargeldame wollte ihren Spargel nicht haben. Wie ärgerlich. Und Rüben müssen wir auch nochmal sehen. Von dem her werde ich jetzt mich auch mal um die Rüben kümmern. Oh. Die grüne Paprika ist fertig. Das ist ja auch schön. Aber erstmal jetzt hier das Gras und alles ein bisschen wieder wässern. Und vielleicht machen wir uns dann nochmal auf in die Wüste. Weil ich möchte gerne jetzt endlich mal besseres Werkzeug haben. Denn so kann das ja aktuell nicht weitergehen. Ne? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit hier. Es ist ja unverschämt. Aber jetzt müssen wir erstmal hier, wie gesagt, ein bisschen gießen. Die Rüben möchte ich auch noch pflanzen. Die Wassermelonen habe ich ja schon. So. Dann holen wir mal ganz kurz unsere Rübensamen und pflanzen ein paar Rüben ein. So, wo haben wir denn die Rüben? Rübe, Rübe, Rübe da. 5 Rüben. Zack, 5 Rüben. Ne, also da kann man leider noch nicht in eine Richtung das Ganze machen. So, nimmt so ein, keine Ahnung, 3x3 Feld. Das funktioniert noch nicht. Ich denke mal auch nicht, dass es funktionieren wird. Er hatte jedenfalls keine Stopp-Animation. Das heißt, da muss man also immer noch mit der Hand das Ganze machen. Aber gut, so. Kurz mal hier den Tieren wieder was zu essen geben. Einmal streicheln. Zuneigung. Wobei mich würde jetzt auch interessieren, geht die Zuneigung runter, wenn ich sie nicht gebe? So. Sonst ist hier kein Dreck weiter. Komm, und ich lasse euch sogar raus. Dann könnt ihr draußen ein bisschen am Meer tollen. Lass aber meine Pflanzen in Ruhe, das sage ich dir. Oh. Ich sollte mal ganz kurz hier ein paar Sachen wegpacken. Warum habe ich den Apfel eigentlich nicht behalten? Kann ich ja nochmal wieder rausholen. Wenn ich in die Wüste will. Macht das Sinn mit dem Apfel dann, ne? Ach, jetzt wird mir der Spargel wieder angezeigt. Aber der Spargel ist mir jetzt zu weit weg. Nein, ich laufe da jetzt nicht hin. Das könnt ihr knicken. Und ich weiß gerade auch nicht, wie ich sonst hier weiterkomme. Die Muscheln nehme ich mit. Die Meeresfrüchte, wie auch immer. Und dann hoffen wir jetzt einfach, dass es in der Wüste jetzt regnet oder irgendwas. Wow. Okay. So, kurz was essen. Und dann oben so schnell wie möglich ankommen. Kann ich dir das wirklich anvertrauen? Hm. In Wahrheit bin ich etwas in Sorge. Hallo? Nein! Ich habe die Melonen, habe ich ja gar nicht. Ich brauche ja das andere. Oh, wo ist denn der Sultan? Ich wollte ja die Kokosnüsse loswerden. Ich wollte auch den Sultan bestechen. Sultan, wo bist du? Bist du der Sultan? Es tut mir wirklich schrecklich leid, dass ich dich nicht persönlich in Bastila begrüßen konnte. Bitte verzeih mir. Okay, er ist der Sultan. Halten.
Gütiger Himmel, das ist für mich... Herrlich, herrlich. Das trifft voll und ganz auf meinen Geschmack. Hab vielen Dank, Truppel. Ich werde es in Ehren halten. Oh mein Gott, wie lange brauche ich denn da, um den Ruf auch hochzubekommen? Mal gucken, ob wir hier einen Schmied oder irgendwas finden. Zammermelonensamen. Olive. Oh, das ist ein allgemeiner Gemischtwarenhändler. Brauchst du etwas? Ah. Bis bald. Ja, super. Knoblauchsamen. So, ich muss jetzt definitiv was essen. Die Frage ist jetzt, was esse ich am ehesten? Ich glaube, die grüne Paprika. Und jetzt so schnell wie möglich aus der Wüste raus. Solange ich nicht erst die Melonen habe. Ja, du bist müde, das weiß ich. Du bist sehr müde. Das weiß ich auch, deswegen werde ich jetzt auch eine Kokosnuss essen. Alter Leute, war das knapp und das alles nur für eine Kokosnuss. Das nur, weil ich noch auf die Melonen warte. So, Tiere rein und dann gehen wir auch schlafen schon. So. Ah, schön, dass sie auf so eine Glocke hören. So, ich habe neue Samen, Knoblauch, Zammer, Melonensamen und Hibiskussamen. Und zu essen haben wir... Ne, den Spargel, den will ich ja dabei behalten. Oliven beiseite, beiseite, beiseite und beiseite. Schlafen. Die Melone muss fertig werden. Ich glaube wirklich, es hängt davon ab, dass wir da diese Melone fertig bekommen. Und von nichts anderem. Und wieder scheint die Sonne. Yep, und die Melone ist fertig. Wunderbar. Und der Kürbis ist fertig. Das sieht man doch mit einem Lächeln im Gesicht. Dann sollte ich mir gleich noch Essen einpacken und dann kann ich das dem Kollegen bringen. Der Hibiskus wächst auch gut. Ach, Gießkanne ist leer. Mann. Aber wie gesagt, erstmal kommt die ganze Arbeit hier. Das ist das Wichtigste. Denn wenn eure Farm nicht läuft, dann läuft es auch nicht mit dem Geld und so weiter und so weiter und so fort. Also von dem her Prioritäten setzen. Zack. Aber man erkennt jetzt auch nicht, dass das da gedüngt ist oder so, ne? Nee. Nichts erkennbar. Wir gucken nochmal. Gedüngt ist das und das ist nicht gedüngt. Keine Unterschiede. So. Hallo Gertrud. Danke für das schöne Ei. Frieda, du machst schon wieder Dreck wie sonst was, aber ich streichle dich auch gerne. So. Oh, und es gibt Brief. Schon wieder Roma-Salat. An der Stelle, hallo.
Was soll das? So, er braucht 3 Melonen. Wo sind jetzt meine Melonen? Sind die hier noch drin? Ja, hier ist er noch drin. So, die Ananas nehmen wir erstmal nicht mit. Ich nehme ja jetzt hiervon mit. So. Davon brauche ich nur insgesamt 2. Das kann weg und das kann weg. Gut. Nur das Nötigste mitnehmen. Alles andere ist sonst zu viel. Nicht mehr lange, dann sind die Kokosnüsse reif und dann kann ich sie ernten. Aber trotzdem stelle ich mir immer noch die Frage, wann bekomme ich besseres Werkzeug? So. Als allererstes erstmal ja essen. Und jetzt durchrennen, 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 durchrennen. Weil die Herzen fallen hier gleich so schnell runter. Und ich glaube nur, dass durch Rumstehen. Toll! Du hast alles, worum Seth gebeten hat. Ja. Yep. Du hast wirklich alles, was ich brauche. Tausend Dank. Ich muss dich für diese Nahrung bezahlen. Gib mir besseres Werkzeug. Nein, ich kann sie nicht einfach nehmen. Doch, 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 doch. Nimm sie, damit ich besseres Werkzeug bekomme. Nein, ich kann das wirklich nicht umsonst annehmen. Mann, gib mir einfach nur besseres Werkzeug. Truppe, also gut. Du gewinnst. Ich nehme dein freundliches Angebot an. Dieses eine Mal. Wir sollten das zu Seth bringen. Seht, hier sind die Dinge, die du verlangt hast. Bitte, nimm sie. Wirklich? Du hast schon alles besorgt? Nun ja, es scheint alles in Ordnung zu sein. Wie ist dir das nur gelungen? Hm. Danke, Yamil. Ich werde sicherstellen, dass diese Gegenstände sinnvoll verwendet werden. Danke. Jetzt zur nächsten Aufgabe. Die Regeln der Gastfreundschaft verlangen mehr als nur das. Wir benötigen 6 Hibisken. Wenn du fertig bist, bring alles her. Möchtest du das machen, Yamil? Ja, natürlich. Ich muss gestehen, dass ich ratlos bin. Aber wenn wir 6 Hibisken finden, würde es das Fest wie nichts anderes aufpeppen. Toll, ich habe nur 5 gepflanzt, ne? Oh nein, du hast mir bereits einmal geholfen. Ich kann dich unmöglich ein zweites Mal damit behelligen. Diesmal muss ich es alleine schaffen. Aber ich habe doch schon 5 gesät. Hm, das ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, darum, lass mich dir das unter, ne? Du schlägst einen Handel vor? Ja. Du brauchst etwas Bestimmtes. Etwas, das nur hier in Pastilla zu finden ist. In diesem Fall habe ich den rettenden Einfall. Ist das wirklich alles, was du willst? Ja, was gibt's denn hier? Also schön, abgemacht. Ja, aber er hat... Achso, das ist ja nur ein Tierhändler, ne? Stimmt, hier gab's nur Tiere. Ah, dass es hier kein Schmied oder sowas gibt, das ärgert mich. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo einen Schmied, aber ich bin einfach nur blöd und finde ihn nicht. Okay, wir gehen wieder zurück. Wir gehen wieder ganz schnell zurück. Weil nicht, dass uns zu heiß wird. Und müssen dann noch Hibiskus einpflanzen. Weil er braucht 6. Wie viel haben wir gepflanzt? 5. Super. Holla Deo. Hola, Drio. Und irgendwoher muss ich auch noch Erze bekommen und, keine Ahnung, wie ich das alles machen soll. So, dann holen wir uns mal den Hibiskus-Samen. Wobei, ich könnte erstmal gucken, ob ich noch Hibiskus habe. Okay, die gute Nachricht ist, habe ich noch. Die noch bessere Nachricht ist, trotzdem werde ich noch 5 Stück einpflanzen.
Weil ich glaube, das werden wir dann öfters brauchen. Rote Rosen, Hibiskus. War klar. Die Gießkanne ist leer. So, das ist alles erledigt. So, mal gucken, was ich schon 5 Stück habe, damit sich das auch immer lohnt. Dann schauen wir mal, wovon haben wir noch 5 Stück? Ach, das war doof. Süßmais-Samen. Sellerie-Samen. Natürlich könnte ich Sellerie einpflanzen. Oder Spargel oder Rüben. Aber Rüben habe ich ja schon eingepflanzt. Gelbe Margarite habe ich schon, ne? Genau. Das heißt, die rosa Margarite fehlt mir noch. Eine Sonnenblume. Am Strand bei Sommer. Frühling jetzt nicht ganz so. Nein. Hier in der Wüste. Irgendwas, was hier eine Frühlingspflanze ist. Haben wir eine Frühlingspflanze? Aha, Moment, das heißt wahrscheinlich Frühling, ne? Es ist so ein leichtes Rosa. Okay. Orangene Paprika. Hm. Dann nehmen wir davon 5, komm. Und da? Nein. Es ist mir zu wenig von dem. Knoblauch würde auch noch wachsen. Ja, komm, dann nehmen wir noch die Knoblauch mit, komm. Halt, ich wollte beide haben. Achso, habe ich, okay. So, dann machen wir das einfach mal so. Du bist müde. So. Schön, dass ich müde bin, aber bin ich gar nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit will ich jetzt hier gerade einfach nur meinen Sellerie pflanzen. Mmh, warum musste er sich drehen? So, und jetzt Knoblauch. Habe ich nur 2, aber okay, gut. So, mehr habe ich nicht. Das kann ich dann auftanken. Das sieht doch noch etwas aus. Dann würde ich sagen, liebe Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.